Hallo Welt, hier ist wieder Domus MagicBlocks.de mit einem neuen Timeless Deck und zwar mit einer Delirium Shell. Es gibt zwei neue Karten aus Duskmourn, die es in dieses Deck geschafft haben, und zwar Fear of Missing Out und Patchwork Beastie. Die sind beide in der Liste. Ich zeige euch die Liste und wir machen ein paar Testspiele. Sieht sehr promising aus bisher. So, hier seht ihr mal die ganze Timeless Liste. Die spielt viele bekannte Karten. Das Package aus Dragon Rage Chandler, Mishra's Bauble, Inquisition ist natürlich immer noch gut. Nevergolf, eine recht neue Karte, die aber natürlich auch in diese Delirium Shell passt. Lightning Bolt ist einfach zu gut, Orcish Bowmaster. Der Amped Raptor ist einfach für sich alleine gut genug, auch ohne das Energy Package. Wir splashen das grüne Main Deck für Once Upon a Time und wie gesagt Patchwork Beastie. Einfach ein Mana, zwei Typen Karte, die noch dazu den Friedhof füllt. Super solide, allerdings mit dem Mana auch nicht ganz unambitioniert zu casten. Das ist noch so ein bisschen Work in Progress. Ich glaube, die vier Arenas of Glory hier zum Beispiel sind ein bisschen zu viel für meinen Geschmack. Wahrscheinlich muss man am Mana-Base noch feilen. Der Vorteil von Schwarz ist natürlich auch, dass wir Zugriff auf Hand Destruction haben. Also wir können einfach abwerfen lassen mit Inquisition of Kozilek und Thoughtseize. Und auch das machen wir in diesem Deck natürlich. Und die beste Antwort im Format ist Fatal Push. Auch das spielen wir, solange wir kein Weiß spielen, zumindest für Swords Plowshares. Ein Sideboard gibt es auch, neben Lurus als unseren Companion, das bietet sich einfach an. Das neue Pyroklasm Unlicensed Hearth, tatsächlich Graveyard Hate ein Thema für das Deck. Vielleicht muss da noch irgendwo was sogar ins Main Deck. Pick Your Poison, Rolling Vortex, das sind erstmal nur Ideen, die da reingeworfen wurden. Aber ich würde sagen, wir springen einfach mal ein paar Best of Ones, um zu sehen, wie so ein Deck hier zieht und wie es funktioniert. Also, auf ins erste Spiel. So, Match Nummer 1. Wir spielen gegen Emrakul. Dann schauen wir doch mal, was unsere Starthand so bietet. Wir haben Discard, wir haben eine Antwort, wir haben einen Body Selection. Eigentlich eine super solide Hand. Wir haben keine Life-Gain-Komponenten entdeckt. Das alles, was wir wegschocken, ist auch wirklich weg. Vielleicht sind sogar Shadows hier eine Idee für das Deck. Wir werden auf jeden Fall Fortseason. Das heißt, wir fetchen hier erstmal. Ich fetche mal auf grün-schwarz. Once upon a time. Ja, Nethergolf als Pressure ist natürlich nie schlecht. Zumal wir jetzt ja auch schon drei Typen im Friedhof haben. Gegen eine andere Lurus-Liste. Jo, dann halt ohne Treasure Cruise, ne? Also unsere Hand wird jetzt erstmal kräftig gefortziest. So ist das. Wir können auf jeden Fall einen Threat resolven. Und noch war keine Antwort auf der gegnerischen Hand. Ab dann wird es allerdings ein bisschen tricky, weil ich natürlich die Mana-Drains nie mit Mana füllen möchte. So, ich glaube, man muss das Fear of Missing Out hier sogar fast schon nehmen. Was schon ziemlich verrückt ist, ne? Dass das Fear of Missing Out hier der Pick ist. Weil doppelter Schaden, wenn ich keine Antwort auf dem Board habe, ist halt echt unangenehm. Mutig. Das war eine sehr mutige Idee. Also, wenn keine Antwort da ist, ist das echt unangenehm. Ich glaube nicht, dass wir viel wegboten müssen. Ja gut, ich glaube auch nicht, dass wir viel wegpushen müssen. Schauen wir mal, was gezogen wird. Das ist ja auch immer nicht so schlecht. Ein Frosch. Ich glaube, wir müssen doch was pushen, Freunde. Ich glaube, wir müssen doch was pushen. Wahrscheinlich wird aber erstmal das zweite Fortseize gespielt. Dann können wir den Frosch allerdings auch rausnehmen. Wenn kein Spellpierce nachgezogen wurde. So, Frosch, yes. Frosch ist angenehm. Will ich es sogar angreifen, damit er den Frosch noch was reinpitcht? Ich glaube schon, ne? Der hat quasi Vigilance. Will er nichts reinpitchen. Auch okay. Vielleicht beim zweiten Attack. Will immer noch nichts reinpitchen. Auch okay. Wir casten jetzt unsere ganze Hand. Wir pushen den Frosch weg. Wir spielen ein Nevergolf. Und einfach, weil wir es können, fetchen wir auf dem Basic.
Auch wenn das zweite Rote vielleicht relevant wäre, aber ich gehe jetzt hier schon auch auf 10. Ich gucke mal nach, was danach gezogen wurde. Ja, wir nehmen den Golf raus. So. Jetzt hat er eine Hand mit reaktiven Spells und ich caste nichts mehr, weil ich alles auf dem Board habe. GG. Game 1 schon mal gegen Dimir gewonnen. Auf geht's ins zweite. So, Match Nummer 2. Wir müssen natürlich mit viel Dimir-basierten, Sultai-basierten Strategien rechnen, mit Boros-basierten Energy-Strategien. Das sind so die Dinge, die man am häufigsten sieht. Show and Tell natürlich. Tiefschwarze Decks, die mit Ringen und sowas hantieren möchten. Die Hand ist okay, auch wenn sie wenig reagieren kann. Wir müssen einfach unser Zeug hinlegen und hoffen, dass das reicht. Grünes Mainland als erstes Land, das habe ich selten gesehen. Wir spielen von einem Schockland. Es gibt ja keine Duels hier drin. Spielen wir das. Und Bauble. Amped Raptor ist eine magische Karte, aber ich glaube, wir haben schon. Ich glaube, ich will Antworten haben. Ich will irgendwie reaktive Sprüche. Mal gucken, was danach gezogen wird. Mehr Länder, okay. Ist offensichtlich eine Creature-Based Ramp-Strategie. Wir haben nächste Runde Delirium übrigens. Also, und wir. Ja, wir legen auch 4 auf Missing Out hin. Wir haben ja noch keinen Instant, den wir casten wollen. Und die Runde drauf ist einfach alles weg. Natural Order-Strategie, würde ich sagen. Einen Titan oder so. Die haben natürlich auch Zugriff auf den dicken Rhinoceros. Ja, jetzt wäre so ein Discard natürlich ganz cool gewesen, ne? Also hier macht erstmal nichts. Ich glaube, Land haben wir schon drin, genau, ja. Das heißt, wir können ja 4 of Missing Out machen. Werfen unser anderes 4 of Missing Out ab. Haben Delirium. Können angreifen. Müssen sogar angreifen. Können nächste Runde Two spellen. Jetzt ist die Frage, was hier raushüpft. Wir haben jetzt nicht so viel Pressure früh gemacht. Okay, sehr interessant. Ich würde sagen, wir greifen das mal an, oder? So, ja. Wir müssen auch beim zweiten Mal übrigens angreifen. Each Combat. If able. So, wir holen mal das grün-schwarze Land. Habe ich mich jetzt vertan? Habe ich, ne? Ah, es war jetzt nicht so klug von mir. Ich hätte natürlich ein rotes holen müssen. Ja, das ist wie gesagt mit den Farben. Da müsst ihr aufpassen. Jetzt haben wir uns da leider ein bisschen gebottelneckt. Wir legen mal den hier, weil es Liefel ist. Hier muss ich den Bolt offen halten? Wir könnten den Discard hier mit treffen. Ich mach's mal. War jetzt ziemlich schlecht gesequenced. Gebe ich an dieser Stelle gerne zu. Und Bolts nehmen Damagios. Ich glaube nicht, dass ich nächste Runde noch einen Discard brauche. Dann schauen wir mal. Was kann da mit. Hier ist, glaube ich, ein Castle Garenbrig. Ein Primetime. Holt jetzt einen Bujuka Bog. Das reicht aber nicht, glaube ich. Ah, das sind noch keine. Da fehlt noch ein Land. Wir können fetchen, um den ersten Typ reinzukriegen. Gerade so. So, dann können wir das hier machen. Und das hier machen. Und dann müsste es eigentlich reichen. Auch wenn wir dann immer noch kein Delirium haben. Oh, den Bolt lassen wir mal drauf, würde ich vorschlagen. So, war nie knapp. Also ein Spell oder zwei Spells ist dann doch zu wenig gegen das Deck hier.
Auch dieses Spiel haben wir gewonnen. Und wir machen noch eins, würde ich vorschlagen, auch wenn wir jetzt schon mal eine neue Strategie haben. Bis gleich im nächsten Spiel. So, da geht's los. Hat ein bisschen länger gedauert mit dem Opponent, Tenep. Dann schauen wir da mal rein. Wie gesagt, das Deck macht mir sehr viel Spaß, kann ich an der Stelle schon mal sagen, auch wenn es jetzt vielleicht nicht das Top-Tier-Deck ist, aber es hat Hand und Fuß, kann man also gut spielen. Wir spielen gegen Loros-Deck, könnte eine Boros-basierte Strategie sein oder was ähnliches wie wir. Unsere Hand ist eigentlich solide. Ich denke, das ist ein Keep, auch wenn wir on the play sind, das ist wohl eine Boros-Strategie. Ja, und eine Draw sind. Wird jetzt oft auch... Oh, Giver of Runes, okay. Giver of Runes ist mal was Neues. Wollen wir den... Wir müssen den Giver fast wegpacken, ne? Weil er sonst unsere Movil blankt. Ja, wir machen das mal. Ich will jetzt ja auch nicht in den... Also Giver of Runes habe ich noch selten gesehen. Wir schauen, was danach gezogen wird. Auch wenn ich die Bobble jetzt vielleicht halten müsste für den Dragon Rage Chandler. Da war ich jetzt vermutlich zu neugierig. So, welcher Zweitrop darf es denn sein? Ja, das habe ich befürchtet. Vielleicht war es doch zu aggressiv. Schauen wir mal. Ich würde vorschlagen, wir holen uns mal eine schwarze Quelle. Ich meine, wir könnten hier Fear of Missing Out casten oder den Spell vom Amped Raptor mitnehmen, der ja auch interessant sein könnte. Ja, dann nehmen wir den Dragon Rage Channel noch mit. Das ist ja immer gut. So. Flage kann nicht im Deck sein, weil es ein Loros-Deck ist. Es scheint auch kein Schwarz zu splashen. Das eigentlich, glaube ich, gut ist für uns. Ja. Ja, auch okay für uns, der Exchange. Bis hierhin ist alles gut. Guide of Souls ist unangenehm. Wir bräuchten mal ein Removal. Inquisition. Ja, Inquisition macht jetzt vermutlich nichts mehr, wie ich die Sache so einschätze. Wir hätten 3-3 Blocker. Ich muss halt den da loswerden, ne? Ja, wir casten mal die Inquisition. Ich versuche ein Removal zu finden für den Guide of Souls. Das ist ein Land, das ist kein Removal. Okay. Na gut. So möge unser Gegner den Top decken. Wir spielen... Wie gesagt, wir haben kein Live-Gain im Deck. Noch einen Dragon Rage Chandler. Wenn Loros gecastet, nee, es geht auch. Amped Raptor, gute Karte. Was war das, ein Gibber? Ja, okay. Was darf sein? Echt? Ich trade mit dem Guide. Okay. Ich trade auch mit dem Ayani. Are you sure? Okay. Ich trade einen von meinen Dragon Rage Chandler gegen den Ayani. Das ist okay. So, dann, was wollen wir jetzt hier lieber haben? Ein bisschen was zusammenschießen, solange wir es können. Wir müssen angreifen, auf jeden Fall. Mal gucken, was wir noch so oben drauf finden. Es ist halt ein Roadblock, aber ich brauche hier, glaube ich, eher Removal.
Wir müssen ja angreifen. Das ist ja schon mal alternativlos. Und ich würde gern wissen, was gezogen wird. Natürlich. Okay. So sei es. Heißt, wir haben nicht so die richtig geilen Blocks. Ja, ich glaube nicht, dass der Giver angreifen möchte. So, der Giver möchte Protection bekommen. Der Amped Raptor möchte jetzt vermutlich Protection bekommen. Möchte er nicht? Okay. Mach mal. Ich krieg den anderen wieder da, weil du keine Kreatur legst. Insofern ist der Exchange für mich okay. Wir können leider nicht beide casten. Doch, können wir. Wenn wir ein Land ziehen, können wir beide casten. Ich glaube, so gierig will ich jetzt hier auch sein. Oder auch nicht. Ja, dann war es vielleicht zu gierig. Ja, ich könnte einen Bolt ziehen, ne? So. Protection Red. Boah, Unstable Amulet ist auch eine magische Karte. Wie gesagt, das fehlende Life-Gain ist jetzt hier echt unangenehm. Naja, nie. Ugh. Okay. Hier wird eingesehen, wir sind beeindruckend. Also, das waren jetzt mal drei verschiedene Spiele. Ich glaube, das letzte können wir durchaus verlieren, weil wir, wie gesagt, kein Life-Gain im Deck haben. Das Deck hat noch so ein paar Schwächen. Life-Gain, Graveyard-Hate sind so Dinge, die man noch angehen könnte. Aber ansonsten macht es mir sehr viel Spaß, gefällt mir sehr gut die Shell. Sagt mir gerne in den Kommentaren, was ihr davon haltet. Abo dalassen, ihr wisst, wie es läuft. Bis zum nächsten Video. Ciao.